Bad words gon' never hurt me. Hurt me no more. Sticks and stones gon' break my bones. Bad words gon' never hurt me no more. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute einen Vlog. Einfach einen Vlog. So richtig oldschool, ne? Ich vermisse manchmal so die Vlogs von früher. Habt ihr früher auch schon Vlogs geguckt? Müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Also ich habe früher immer ganz oft hier Saskias Beauty-Blog geguckt, die ja heute Saskias Family-Blog heißt. Und ich habe das geliebt, ne? Ich habe mir heute meinen Kaffee in so einem Ding mit einem Henkel gemacht. Hier steht Ice Cold drauf, aber es ist ein heißer Kaffee mit einfach ganz viel Milchschaum. Und ich liebe das, wie das aussieht. Ne? Das macht noch dreimal mehr Spaß zu trinken. Und ich habe nichts geplant für dieses Video, so soll es ja auch sein bei einem Vlog. Ich habe heute vor, die Osterdeko aus dem Keller zu holen. Ich habe schon hier und da so ein bisschen was Frühlingsmäßiges so aufgestellt. Aber ich muss den mal hinstellen, der ist mir noch zu heiß. Ich habe richtig viel Osterdeko und Osterdeko liebe ich total. Weihnachtsdeko ist natürlich das Highlight so des Jahres, ne? Aber Ostern, das hat irgendwie auch was Frühling. Ich habe halt auch immer rund um Ostern Geburtstag, deswegen mag ich das auch natürlich sehr gerne. Und heute holen wir die Sachen aus dem Keller, dann dekorieren wir hier ein bisschen. Jetzt kam ja die Osterdeko raus. Ich habe im Keller so große transparente Kisten für jede Jahreszeit. Ich habe so eine Kiste für Ostern, die zeige ich euch gleich. Eine Kiste für Herbst und so 10 Kisten für Weihnachten. Sorry, muss ich so ehrlich sagen. Frühlingsbücher habe ich euch ja schon in einem Favoritenvideo gezeigt und unseren Lieblingsfrühlingstoni. Ich werde euch das Video nochmal in der Infobox verlinken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Wenn ihr hiermit fertig seid, solltet ihr da unbedingt reingucken. Da ist was zum Basteln dabei, was zum Vorlesen, wie man Kindern, finde ich, kindgerecht Ostern irgendwie nahelegen kann, ohne da irgendwie über die Stränge zu schlagen. Was gibt es so Neues bei uns? Wir haben zwei neue Familienmitglieder. Und zwar haben wir schon ganz, ganz lange überlegt, das passt jetzt irgendwie zum Thema Ostern, aber hat natürlich gar nichts damit zu tun. Wir haben zwei Babykaninchen und die zeige ich euch gleich mal. Ich nehme euch dann gleich mal mit in den Garten. Ja, wir haben lange darüber nachgedacht, wenn ihr selber Kinder habt, das ist immer so eine Frage. Die Kinder, wachsen die mit Haustieren auf oder nicht? Kann man das gleichsetzen irgendwie mit Hund, Katze, Maus? Ist es überhaupt wichtig, was das für ein Tier ist? Worum geht es einem? Worum geht es dem Kind? Ich konnte mich einfach jetzt in der jetzigen Lebenssituation nicht mit einem Hund identifizieren. Wenn es nach meinem Mann ging, hätten wir schon 10 wahrscheinlich. Also ich traue es mir einfach im Moment echt nicht zu. Und natürlich ist ein Kaninchen jetzt kein Hund.
Aber es geht irgendwie den Kindern darum, etwas zu haben, was man mal streicheln kann. Es geht mir darum, dass die Kinder lernen, sich um etwas zu kümmern, um etwas zu sorgen, jeden Tag nach etwas zu gucken, eine Verantwortung zu haben, eine Aufgabe zu haben. Und ja, die wohnen jetzt schon eine Zeit lang bei uns und jetzt sage ich es euch erst, es ist echt toll. Also die machen das ganz, ganz toll und die, ja, die irgendwie beruhigt es die teilweise auch. Und wir haben so einen großen Stall, der so 2 Etagen hat und im Moment steht der noch in der Gartenhütte drin, weil die noch relativ klein sind und ich immer irgendwie so denke, die friert vielleicht nachts noch, aber die sollen jetzt die nächste Woche, soll der Stall raus aus der Hütte auf die Wiese und ich denke, die kommen gut klar. Also ist ein Junge und ein Mädchen. Mir ist immer ganz wichtig, gerade im Herbst und im Frühling, dass wir so ein bisschen die Natur auch mit ins Haus holen. Das ist auch manchmal schon irgendwie Deko genug, dass wir Blumen pflücken, dass wir die aufstellen in eine Vase oder dass wir die trocknen oder pressen, dass wir Zweige mitnehmen und in eine Vase stellen und dekorieren, dass man so ein bisschen, ja, sich die Natur ins Haus holt und dadurch, gerade im Herbst und im Frühling passiert da ja einiges und so legt man das auch den Kindern ein bisschen näher. Ich habe euch auch in dem letzten Frühlings- und Osterbüchervideo ein kleines Büchlein gezeigt, das ist ein Vogelführer, also ein Naturkundeführer für Kinder, extra welcher Vogel ist welcher und wer macht welches Geräusch und so. Und jetzt habe ich das auch noch, ich glaube, das hat 2,99 Euro gekostet, das verlinke ich euch mal, für Blumen. Und das ist wirklich nur so ein kleines Heftchen und dann sind da alle Blumen so wunderschön eingezeichnet, die wir hier so in Deutschland haben. Und das habe ich jetzt immer mit im Wickelrucksack und wenn wir dann was finden, dann können wir nachgucken und dann sind hinten sogar noch so kleine Aufkleber drin und eine Liste, eine Tabelle und welche Blume man gefunden hat, da kann man sich dann einen Aufkleber drauf machen und dann ist es natürlich wie jeder Spaziergang ist wie eine Schnitzeljagd. Das müsst ihr euch holen. Also das für Vögel und für Blumen ist einfach der Top-Tipp für diesen Frühling mit den Kindern. Da macht jeder Spaziergang nochmal mehr Spaß. So, jetzt trinke ich aber mal Kaffee, bevor der hier doch ein Ice Cold Drink wird. Ist halt nicht hübsch. Was gibt's sonst so Neues? Ich habe, es war ja Weltfrauentag und ich habe ein Paket bekommen von Gemondo, weil ich ja mittlerweile schon quasi zum Team gehöre. Ich habe mich so, so doll gefreut. Ich wusste das halt nicht. Das war eine Überraschung zum Weltfrauentag und es gab so eine Kiste mit lauter Sachen drin. Ich blende euch das hier mal ein. Ich habe mich so, so doll gefreut, weil es waren auch wieder so ein paar Sachen drin, die auch so typische Influencer-Produkte sind. Und ihr könnt euch hier mal angucken, was das so ist. Ich will noch nichts dazu sagen. Ich werde die ganzen Sachen erstmal ausprobieren und vielleicht ist ja hier und da was dabei, was ich euch besonders empfehlen kann oder auch nicht. Ihr wisst ja, da bin ich schonungslos ehrlich. Und durch den Weltfrauentag hat Gemondo auch wieder so eine Aktion, die geht den ganzen März. Heute ist der letzte Tag, die letzte Möglichkeit, meinen Rabattcode für Gemondo einzulösen und der geht einfach über 50%. Normalerweise hatte ich nur einmal so einen Code und der war Anfang des Jahres, so nach Silvester, wo sowieso viele halt Lust haben auf Sport. Aber jetzt geht es um Weltfrauentag, um stark sein, um selbstbewusst sein, bleiben oder werden. Und da kann euch Gemondo definitiv bei helfen. Ich weiß auch, dass es viele unter euch gibt, die sich auch gar nicht so trauen würden, in Fitnessstudio oder in Sportkurse oder so zu gehen. Und das ist einfach wie ein Sportkurs, ein Fitnesscenter zu Hause, wo ihr trotzdem nicht das Gefühl habt, ihr seid alleine, weil ihr eben die Leute auf dem Bildschirm habt, die mit euch reden. Ihr könnt euch da ja eure Kurse aussuchen und trotzdem seid ihr irgendwie für euch. Ihr könnt euch anziehen, wie ihr wollt. Ihr könnt die Kinder im Hintergrund mitspielen haben oder auch nicht. Und ja, es ist einfach was wirklich so das Leben so ein bisschen verändern kann. Und das für, ich weiß es nicht, bei wie viel ihr mit meinem Code seid, ich glaube 4 Euro im Monat. Also das ist eine Anschaffung, die merkt man im Portemonnaie so gut wie gar nicht.
und im Leben ganz, ganz viel. Ich kann es euch nur immer wieder ans Herz legen. Also mit Celebrate Josie spart ihr 50%. Ich setze euch so einen Link in die Infobox. Da kommt ihr direkt zu dem Angebot mit meinem Code. Und ich habe in letzter Zeit wieder gut reingehauen und schaffe es in den meisten Wochen 4-mal die Woche zu machen, aber eigentlich ist auch 2-mal die Woche okay. Und wenn man so ein Workout von Gymondo macht, das geht so zwischen man so 20 Minuten ist Minimum. Ihr könnt natürlich auch Workout an Workout hintereinander machen, wenn ihr Bock habt auf 2 Stunden Sport, aber 20 Minuten reicht dann auch für mich. Und ich habe schon ein bisschen was erreicht. Ich war lange nicht auf der Waage, will ich jetzt auch nicht machen erstmal die nächsten Wochen. Aber ich kann euch von der Optik so ein bisschen was zeigen. Ich bin schon sehr viel zufriedener. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Ich habe immer noch, dass hier das Ganze irgendwie ein bisschen angehoben wird, aber mein Bauch ist sehr viel flacher geworden. Falls ihr mir schon länger folgt, seht ihr das natürlich. Gerade nach dem Kaiserschnitt war es nochmal viel schwieriger, irgendwie den Bauch wieder in eine bestimmte Position zu kriegen. Und der ist auch jetzt noch nicht wie vorher und wird er auch nicht sein oder werden. Aber ich habe das echt damit geschafft. Das ist echt krass. Ich versuche immer noch, ich mache nicht mehr Low Carb. Ich versuche, meine Kohlenhydrate einfach zu minimieren. Ich würde es aber nicht Low Carb nennen. Also ich esse Brot, ich esse Nudeln, ich esse Kartoffeln. Aber man kann so viel machen, indem man seinen Teller einfach schon ändert. Ne? Dieser typische Teller mit so einem Haufen Kartoffeln und da drauf irgendeine Soße und dann neben eine Beilage mit kleinem Gemüse. Wisst ihr, wie ich meine? Das sind dann so 3 Stationen. Wenn ihr aber nur eine Kartoffel macht und einen Riesenhaufen Gemüse und Soße, ist es genauso lecker und genauso sättigend, aber einfach viel besser für eure Figur. Und wenn man das einmal so anfängt und gerade vielleicht auch noch so richtig hardcore mit Low Carb startet, dann kommt man da so leicht rein und das kann man einfach so für sein Leben verändern. Ihr könnt ja Nudeln essen, dann nehmt ihr vielleicht noch Vollkornnudeln, wobei ich Vollkornnudeln. Also da muss man echt gute finden. Wenn ihr einen guten Tipp habt, was Vollkornnudeln angeht, dann mal bitte gerne hier in die Kommentare. Ich finde, Vollkornnudeln sind jetzt gar nicht so ein krasser Unterschied von den Nährwerten her zu normalen Nudeln. Und sind einfach mal gar nicht mal so geil. Wenn ihr gute kennt, dann lasst es mich wissen. Aber weniger Nudeln, mehr Gemüse, trotzdem halt Soße und schön mit Sahne. Und es geht ja alles, ne? Einfach nur so ein bisschen die Proportionen ändern. Das kann dann auf Dauer ganz viel bringen, wenn man dann, wenn es darum geht, sein Gewicht zu halten, sag ich mal, ne? Ich habe auch gestern wieder Eis gegessen. Wir haben hier eine Eisdiele, die liefert Eis in den Garten. Das war so, so schön. Und dann haben wir auf der Wiese gesessen, mit unseren Kaninchen da auf der Wiese hoppelt und haben Eis gegessen. So, ich habe euch mal mit in den Garten genommen. Und ihr seht mich jetzt nicht richtig, aber ich glaube, ihr wollt auch nicht mich sehen. Das sind hier unsere 2 neuen Familienmitglieder. Das sind Farbenzwerge. Das ist so eine sehr, sehr kleine Zwergkaninchenart. Die werden auch, ich glaube, nur so 1,5 Kilo ungefähr. Die bleiben sehr klein. Und ich kann gar nicht fassen, wie zahm die sind. Also die sind jetzt noch sehr jung. Und dadurch, dass die Kinder halt wirklich immer da, die kommen schon, wenn die Kinderstimmen hören, schon an die Tür und wollen raus und ja, die lassen sich wirklich richtig kuscheln. Es ist tatsächlich schon passiert, dass besonders sie hier, das ist ein Mädchen, die schläft ein bei meiner Tochter auf dem Arm, wenn die hier in der Gartenhütte sitzt und wir nehmen die auch manchmal mit nach oben, wenn es im Garten jetzt geregnet hat letztens oder so. Es ist einfach ein Traum, also was das auch so mit so Kindern macht, ne? Ich merke das ja auch selber, wenn ich die auf dem Arm habe. Das ist einfach wie ein Baby zu halten, ne? Und ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe so lange gehadert und überlegt. Es tut den Kindern total gut. Ich versuche euch nochmal die ein bisschen näher zu zeigen. Hi! Also, kann man ja nichts sagen, also... Ja. Ein sehr ruhiges, gemütliches und ein ganz freches.
Du bist frech, ne? Und mutig. Und süß. Ja, das sind sie und wir freuen uns ganz doll, dass das Wetter jetzt so schön wird. Ihr seht, dieser große Stall hier, der hat so zwei Etagen. Der ist jetzt immer noch hier in diesem Gartenhäuschen gewesen, weil ich mir eben Sorgen gemacht habe, ob das nicht nachts vielleicht ein bisschen zu kalt wird. Aber die haben hier auch noch so ein Häuschen drin mit Stroh und da liegt sogar so ein Handtuch drin. Und die wärmen sich ja auch gegenseitig. Aber es ist definitiv jetzt soweit, dass die auch draußen draußen schlafen können. Und dann haben wir halt noch so einen großen Zaun, den man so drum machen kann, so ein Außengehege. Aber die dürfen sich hier bei uns auch frei bewegen im Garten, weil wir haben alles ummauert. Also natürlich müssen wir mit dabei sein, weil es gibt auch Tiere und die können ja auch graben und sich unter der Mauer irgendwie hergraben. Aber wir sind sowieso so viel im Garten im Sommer, dann wird das bestimmt ganz, ganz toll. Und im Winter stellen wir die dann wieder hier rein. Guck mal, die möchte meine Kette essen. Nee, du mich genau an. Ich tue die mal wieder rein. Dann möchte ich euch hier gerade im Geheimen noch was zeigen, was ich für Ostern bestellt habe, also quasi als Ostergeschenk. Ich finde es immer ganz, ganz toll, wenn man zu Ostern etwas schenkt, eine Kleinigkeit, die für draußen ist, weil es ist eben der Frühlingsbeginn und zieht die Kinder nach draußen. Und ich habe das hier bestellt und zwar ist das ein Minigolf-Set. Das ist ganz aus Holz und Minigolf ist bei uns so ein Urlaubsding. Wir machen das immer im Urlaub, das kann man ja überall machen, ne? Und deswegen werden die sich mit Sicherheit sehr darauf freuen. Ich gucke mal, ob ich das gerade hier so aufkriege, ob man da noch was sieht. Das ist von Smallfoot und ab 5 ausgeschrieben und ist jetzt alles nochmal so verpackt. Das sind richtige Golfbälle, aber alles andere ist in einer ganz tollen Qualität so eben aus Holz gemacht. Ganz leicht und das wird, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Das ist eben so ein Geschenk für alle zusammen zu Ostern und dann gibt es natürlich Eier und Schokolade zu suchen im Garten zusammen mit unseren Kaninchen. Ich werde euch das mal verlinken, war nicht allzu teuer und ich finde eine ganz, ganz tolle Sache, die man auch zusammen mit seinen Kindern einfach im Garten mal spielen kann. Und ich glaube, die auch Papas richtig doll Spaß macht. Ganz viele haben sich schon gewundert, dass meine Couch im Hintergrund so ein bisschen seltsam aussieht. Das sieht so aus, als wäre da eine Matratze drauf. Da ist so ein neues Polster drauf und unsere Couch ist, ich glaube, insgesamt jetzt schon 20 Jahre alt. Die ist hier unten, dieses Weiße ist aus so einem Kunstleder, so eine ganz komische Beschichtung, die mittlerweile abblättert. Und ich war immer, ich wollte schon lange eine neue Couch, aber ich war immer entweder zu geizig oder ich habe mich nicht so richtig verliebt und jetzt ist es soweit. Ich habe mich so richtig verliebt in eine grüne Couch, ein grünes, riesiges Ecksofa aus so einem grünen, so einem Kordstoff. Und ja, wenn man so eine Couch bestellt, dann weiß man nicht, so 6 bis 24 Wochen. Ich bin gespannt, ich nehme euch auf jeden Fall mit, dann wird das Wohnzimmer hier ein bisschen anders aussehen und der Hintergrund so generell. Ich habe mir auch Beleuchtung gekauft, wobei eigentlich finde ich meine Beleuchtung hier mit Tageslicht ganz gut. Auf jeden Fall wird es hier bald irgendwie so ein bisschen anders aussehen und das war's. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Code von Gemondo nutzt. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt mir die immer gerne in die Kommentare oder auch privat auf Instagram. Ich bin da ein offenes Buch. Ihr braucht da keine Sorge haben, dass ihr da irgendwie in so eine Abo-Falle tippt oder dass das euch zu kompliziert ist oder sonst was. Ihr könnt das übrigens auch natürlich eine Woche austesten, ne? Ihr könnt 7 Tage testen und dann sagen, ah nee, doch nicht. Und ja. Das könnt ihr einfach machen, die ganzen Rezepte nutzen, die unzähligen Workouts. Und dann sehen wir uns hoffentlich gesund beim nächsten Video wieder. Ciao!